Wir wissen, dass das Ende kommt. Aber genau aus diesem Grund haben wir nach dir gesucht. Du bist unsere letzte Hoffnung. Viele von uns dachten, dass Hero nichts weiter ist als eine Fantasie. Oder eher eine Legende. Jedoch, ein paar von uns glauben an deine Existenz. Und wir haben nach dir gesucht. Du bist Hero, der legendäre Reploid, der mit Hero vor 100 Jahren die Welt gerettet hat. Mega Man X. Frag mich allerdings nicht, wie viele Teile. Ich glaube, es gab 6 Teile. Ich habe nur 3 von denen gespielt, und zwar die fürs Nintendo rauskam. X? Dieser Name klingt mir vertraut. X, der legendäre Reploid, lebt noch. Und er versucht uns zu vernichten, deaktivieren. Alle von uns. X versucht euch zu deaktivieren? Seine Pläne haben bereits begonnen. Viele unschuldige Reploids werden in diesem Moment vernichtet, abgeschaltet, während wir sprechen. Recycelt, wie wär's damit? Wir brauchen deine Hilfe. Unsere Zukunft vertraut auf dich. Liegt in deinen Händen. Also bitte hilfst du uns? Klar. Danke. Es ist wie ein Traum, der wahr geworden ist. Nun, mit deiner Hilfe. Ich denke, wir können jeden retten. Ja. Ich habe etwas, worum ich dich fragen möchte. Bitte rede mit mir, wenn du bereit bist. Regel 1. Erstmal. Was? Normalerweise ist mir bekannt, dass das offen ist und man dahinter in ihr Schlafzimmer kommt, wo dann eine Elfe ist, die man einsammeln kann. Na gut, wenn dem so ist. Dann schaue ich mir jetzt erstmal die anderen Sachen an. Ich will ins Startmenü, genau. Erstmal den Set Saber als Standardwaffe, weil den hier werde ich so gut wie nie benutzen. Dann haben wir hier die Steuerung, auch was ich nicht ändere. Oh, geil! Gleich einer der... Ah, stimmt. Die da oben ist ja die Fee. Darf ich vorstellen? Ich weiß noch nicht, ob ich in der zweiten Folge bin oder nicht, aber das hier ist jetzt extra für Jan. Ich weiß gerade nicht, ob er es in seinem Display kapiert hatte oder nicht. Halt, er hatte es. Er hatte sogar die Fee verschwendet. Füttern. Die hier nicht, weil man sie sofort benutzen kann. Die kann man erst benutzen, wenn man sie gefüttert hat. Und diese steigert Energie. Eine der zweitwichtigsten Elfen im Spiel. Die wichtigste ist die für die Energietränke. Wow. Mein Laptop geht gerade in einen Energiesparzustand. Was mir jetzt... Also. Wieder raus. Bist du bereit? Nun hör mir zu. Was war ich dich fragen wollte? Ask if you would try to something that no one has been able to do so far. Etwas, was ich dich fragen möchte, ist etwas, was niemand außer dir tun könnte. Niemand von uns könnte so weit kommen. Ich möchte, dass du das Disciple Center vernichtest, wo viele von unseren Kameraden vernichtet, abgeschaltet, recycelt werden. Einer nach dem anderen. Während wir sprechen, klingelt bei mir der Computer, halt in die Klappe. Oh Gott, das macht er erst, seitdem ich meinen Controller drin habe. Der kennt ihn nicht richtig. Sie schalten Reploids ab, die die falsche Ansicht haben, zu sein ein Maverick? Okay, jetzt bin ich komplett draußen. To prevent our additional loss of a Reploid life, please destroy... Bitte vernichte einfach diese feindliche Fabrik, okay? Mehr musst du nicht wissen. Klar. Speichern, bevor du startest, die Mission? Ja. Welchen Spielstand? Welchen Bullseye? Das Disciple Center liegt direkt vor dir. Bitte rette unsere Kameraden. Darf ich vorstellen? Mission Start. Erste Mission. Bom. Also. Komm. Danke.
Bam! Schade, dass die Feinde nicht bluten, obwohl beide Seiten, glaube ich, Roboter sind. Weil ich meine, Ex kämpft angeblich für die Menschen gegen die bösen Reploids. Die sollten wir mal angewöhnen, das andere auch zu benutzen. Dann, also Cyberelf Nummer 2. Bam. Autsch, scheiße. Aua. Ah, shit. Und wenn ich da oben springe, bis das LP vorbei ist, ich hol mir das Teil diesmal. Ach, gut. Okay, und jetzt machen wir das ganze Spiel mal ein bisschen einfacher. Bam, bam. Indem ich das Teil mal loswerde. Toshiba Service Station verschwinde. Bam, bam, bam. Halt. Einfach mal nach oben, da ist es sicherer. Nächste Cyber-Elbe. Wenn diese Viecher noch gern mal mehr öfters mal HP geben würden. Saber Skills ist gestiegen. Und das zum Glück, weil den werde ich auf jeden Fall brauchen. Autsch. Weil das, was ich bei ihm auf jeden Fall mal gesehen habe, ist, ich glaube, er hat die Waffe nie aufgeladen, den Saber. Er geht aufzuladen, allerdings braucht man dafür erstmal eine Mindestskill. Autsch. So. Bam, bam. So, ich brauche noch ein bisschen HP. Na gut, das geht auch. So. Na los, komm schon, Kleiner. Ich weiß, du willst mich auch. Ein Vorteil in einem späteren Teil. Da fliegen die Teile automatisch zu einem zu. Na gut. Im schlimmsten Fall verliere ich beim Boss jetzt ein Leben. Weil verhältnismäßig ist der erste Boss einer der ein ziemlich schwerer Brocken. Hinter diesem Tor erreichst du das Disciple Center. Und einen kleinen Arschboss. I'm Accept Falcon. Ich bin Accept Falcon. Harpunia, der Wächter, schickt mich, um hier aufzuräumen. Hey, Hilfe, hilf mir! Pinkel, pinkel, pinkel. Du musst hier etwas von diesem Müll sein. Genau in Zeit. Ich werde dich mit ihnen vernichten, beziehungsweise zerquetschen. Bam, putsch. So. Okay, ist schon etwas ungewohnt mit dem Control-Stick. Wobei der 3DS ja auch mit so einem Control-Stick gesteuert wird, aber... Das ist hier ist noch die persönlich einfachste Taktik, um ihn zu besiegen. Warten, bis er kommt, irgendwann und ihn irgendwann mal abknallen. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch die sicherste ist. Aber wenn der Gegner blöd macht, dauert sie halt ein bisschen. Wie man sieht, auch der erste Boss steht ein bisschen unter Zeitdruck und im schlimmsten Fall renne ich voll auf ihn geradeaus zu und zerhäcksel ihn mit meinem Schwert. Zu irgendwas muss der Z-Saber doch gut sein. Bam! So. So viel zum ersten Boss, den hätten wir auch schon mal in zwei Teile zerhackt. Danke!
Ich hätte niemals gedacht, dass es jemand schafft, uns zu retten. Vielen Dank. Ich bin immer noch unter Schock. Bitte kehrt zur Base zurück. Ich werde schon von allein wieder möglich sein zu laufen. Ich werde schon zurückkommen irgendwie. Ha, danke dir dafür, dass du mit uns kooperierst, Zero. Das ist der Donnership. Nimm ihn mit. Du wirst ihn brauchen. Dun, 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 dun. Ich will gleich mal was schauen. 124 Kristalle, noch lange nicht genug. Nur allein eine Verbesserung für die HP kostet 750. Und ich warte da lieber auf den ersten Energietrank bis 11. Den brauche ich nicht auf jeden Fall. Zero, danke dir. Ich hätte niemals gedacht, dass wir Reapers es jemals erleben, dass das Disappoint Center zerstört wird. Unschuldige Reploids werden jetzt sicherer sein für eine Weile. Ich danke dir so viel, Zero. Du bist Zero, der legendäre Reploid. Ich möchte dich wieder um Hilfe fragen, wenn du Zeit hast. Das ist... If you don't mind doing us favor, please come and talk to me. Ich werde auf dich warten. Ach ja, ganz nebenbei. Wenn du runtergehst, kommst du zum Maschinenraum. Dort findest du unseren Ingenieur Kevuel. Er hat mich gefragt, dich zu ihm zu schicken. Er hat mir gesagt, dir das hier zu geben. Es ist die Fluchtunit. Escape Unit. Nee, die Fluchteinheit. Wenn du eine Mission nicht schaffen kannst, kannst du sie abbrechen und evakuieren. Aber erinnere dich, wenn du eine Mission abbrichst, kannst du sie nicht wiederholen. Und das ist eine der bösesten Sachen, die schon mal passieren kann, wenn man dann erstmal die Hälfte der Mission nicht nochmal abbricht. Dann landet man in Teufelsküche. Daher, Empfehlung, alle machen. Und deshalb werde ich jetzt erstmal einen kleinen Safe State... Halt, Quatsch, Safe State... Erstmal eine kurze Pause einlegen, um zu gucken. Also, bis gleich, Leute.